Ich bin Jörg Volkmann von Elephant Beans, eine der wenigen deutschen Kleinröstereien und eine der ersten deutschen Kleinröstereien, die fast alle ihre Kaffees aus Direkthandel beziehen. Das heißt, wir begleiten alle unsere Kaffees quasi vom Baum bis in die Tasse. Unsere Kaffees kommen aus klassischen Kaffeeanbauregionen in Afrika, in Lateinamerika oder auch in Asien. Wir realisieren aber auch eine ganze Reihe von exklusiven Erstimporten, so zum Beispiel aus Vanuatu, aus Sri Lanka oder jetzt kürzlich auch aus Indien. Alle unsere Kaffees sind umwelt- und sozialverträglich angebaut. Davon können wir uns bei Projektbesuchen selbst überzeugen. Wir verzichten daher auf jegliche Form von Zertifizierungen. Das heißt für uns regelmäßige Besuche bei den Kaffeebauern, Unterstützung in Qualitäts- und Umweltfragen, technische Hilfe, aber auch Vorfinanzierung der Ernte. Das Ganze zu einem Preis, der meist deutlich über Fairhandelsniveau liegt. Die meisten Kaffees, die so im Einzelhandel vertrieben werden, sind sehr dunkel geröstet, das heißt auf Lagerfähigkeit, denn die dunklen Röstaromen halten sich deutlich besser als die vielfältigen komplexen Aromen von hellen Röstungen. Bei uns finden Sie deswegen in erster Linie helle Kaffee- und Espresso-Röstungen, die sehr komplex sind. Kaffee hat ähnlich wie Wein über 1000 aromabildende Stoffe. Und diese verschiedenen komplexen Aromen können Sie bei uns in den verschiedenen Cafés auch erschmecken. Je nach Sorte und Röstung kann man bei uns Cafés in unterschiedlichen Zubereitungsarten genießen, zum Beispiel als Filterkaffee in der modernen Interpretation. Das sind meistens dann sehr feine, nuancierte Cafés, die eine geringe Dichte haben, ähnlich wie Tee. Das heißt, das sind Cafés, die auch Teetrinkern sehr entgegenkommen. Dann haben wir die Aeropress, das ist eine Zubereitungsart, die aus den USA kommt und dort auch sehr populär geworden ist. Eine Kombination aus Filter und Stempelkanne. Das gibt sehr dichte, volle Kaffees. Dann haben wir als drittes natürlich die klassische Espresso-Zubereitung. Wir verwenden in der Espresso-Zubereitung meistens deutlich mehr Kaffee, als es in der Gastronomie der Fall ist, nämlich zwischen 11 und 14 Gramm. Und das ergibt sehr dichte, komplexe, teilweise auch ein bisschen säurebetonte, fruchtige Espressi, die dann auch im Cappuccino gut zur Geltung kommen. Ganz neu ist unser Hip-Getränk, die Coffee Infusion. Das ist ein Kaltkaffeegetränk, was über mehrere Stunden extrahiert wird und dann mit speziellen Rezepturen, Gewürzen verfeinert wird. Wer möchte, kann natürlich bei uns einiges mehr über Kaffee erfahren. Bei einer unserer Kaffeeverkostungen, bei einem Kaffeeseminar oder bei einem Beratungsgespräch für eine eigene Siebträgermaschine. Also einfach mal vorbeikommen auf eine Tasse in der Basler Straße bei der Johanneskirche.